Wir sind das Unternehmensmuseum der Abacon AG mit sehr langer Tradition. Wir stehen seit 1979 in Hannover und wir erzählen in unserem Haus die Geschichte der Energieanwendung und die Geschichte der Energienutzung. Es ist sehr interessant, in welch kurzem Zeitfenster die Elektrizität unsere Lebenswelt fast allumfassend durchdrungen hat. Wir sind ein Museum, wo man viel Spaß haben kann. Wir erzählen die Geschichte der Energie auf anschauliche und auf amüsante Weise. Und wir stellen uns bei unseren Führungen auf die Wünsche unserer Besucherinnen und Besucher ein. Das kommt bei Schulklassen sehr gut an. Und inhaltlich legen wir dabei besonderen Wert auf die Technikgeschichte der Energieerzeugung. Es war sehr schön und die Geräte waren auch spannend. Mit den Funken voll witzig. Das hat sich cool angefühlt. Also ich finde es hier besser, als ich gedacht hätte. Wir verfügen überdies über eine sehr kostbare Radiosammlung, als auch eine sehr umfangreiche Sammlung an historischen Telegrafiegeräten und andere kuriose Haushaltsgeräte. Viele Besucher erinnern sich dann an längst vergessene Zeiten, als man eben die Musik noch von der Schallplatte anhörte. Und das verstehen wir unter den Energiegeschichten. Das jetzt zu erleben, dass man das alles schon kennt, ja, doch ganz schöne Erinnerungen. Jetzt die 10-, 20-Jährigen, für die ist das Neuland. Und darum muss dieses Museum erhalten bleiben, dass man denen das auch noch mal vorführt, wie es damals gewesen ist. Durch die vielen Mitmachexperimente und viele funktionsfähige Geräte sind die Besucher von unserem Haus begeistert und verlassen das Museum für Energiegeschichte mit einem Lächeln im Gesicht.